Hochsensible Sensoren aus Diamanten. Sie können Oberflächen bis ins letzte Molekül untersuchen. Hier am Ulmer Lehrstuhl für Quantenoptik werden sie entwickelt. Auch mit Geldern des US-Militärs. Offiziell läuft die Forschung als Kooperation mit der Universität Harvard. Es gibt keine direkte militärische Anwendung von dieser Technologie. Es ist mehr Grundlagenforschung, was in vielen Bereichen dann wichtig wird. Eine Forschung, die aber auch für das Militär interessant ist. $150.000 lässt die DARPA, eine Unterbehörde des US-Verteidigungsministeriums, dafür springen. Doch Ulm ist kein Einzelfall. Auch die Universitäten Heidelberg, Stuttgart, Freiburg und das Karlsruher Institut für Technologie forschen für das Pentagon. Das US-Zentrum für Kriegsführung bezahlt das Kit für Forschungen im Geothermiebereich. Für uns war kein Anlass, eine Hemmung zu haben. Geothermie hat nicht etwas mit Friedlichkeit oder Unfriedlichkeit zu tun. Es ist ein wichtiges Forschungsgebiet, das wir verfolgen. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir einen Auftrag erhalten, hier noch mehr forschen zu können. Und im Übrigen, über ein Drittel unseres Haushaltes kommt nicht mehr vom Bund oder Land, sondern von Drittmitteln, die wir einwerben müssen. Drittmittelforschung, nichts Ungewöhnliches. Doch für Kritiker ist genau das ein Wunderpunkt. Weil den Unis Geld fehle, müssten sie auch Aufträge für Militäreinrichtungen annehmen, meint Dietrich Schulze von der Initiative gegen Militärforschung an den Universitäten. Die Forderung aus vielen Kreisen von den Gewerkschaften und von vielen anderen lautet, eine Vollfinanzierung der Hochschulen durchzusetzen, der öffentlich finanzierten Hochschulen, damit sie genau die Freiheit haben, darüber zu entscheiden, was sie forschen wollen, mit wem sie kooperieren. Die Initiative fordert außerdem eine Zivilklausel, die militärische Forschung ausschließt, an den Unis und im Landeshochschulgesetz. Doch genau da liegt auch das Problem. Zivile und militärische Forschung lassen sich nur schwer voneinander abgrenzen.